So, Leute, da bin ich wieder zurück aus der Welt in City Skylines. Und ja, die Stadt stellt ihren Bürgern kostenlos Rauchmelder zur Verfügung. Yay, I love the city. Schön. Wenn die Leute sich freuen, ist das immer gut. Worüber sich die Leute aber anscheinend nicht freuen, ist, dass hier Leute nicht abtransportiert werden. Was ist das? Das sollte so aber nicht sein. Leute. Na gut, kann ich jetzt auch nichts machen. Was ich aber deutlich noch machen kann, ist hier wieder die ganze Scheiße abreißen. Und hier hinten vor allem. Okay. Nee, da nicht. Aber hier, weil hier noch kein Strom ist. So, damit ihr wieder Platz habt, um neue Häuser zu bauen, die dann wieder abgerissen werden. Wie wäre es denn, wenn ihr endlich mal verstehen würdet, dass ich nichts dafür kann, wenn ihr so dumm seid und hierher zieht? Die Stadt ist noch nicht fertig, das sage ich zum 5.000.000. Mal. Mal sehen, vielleicht funktioniert es ja so. Gut. Hier sind schon wieder so viele Frachtschiffe. Brauche ich jetzt ernsthaft noch einen Frachthafen? Habe ich davon nicht schon zwei? Doch, habe ich. Da hinten. Nee, das ist ein normaler Hafen. Ich habe gemeint, ich hätte zwei Frachthäfen. Ja, habe ich sogar. Ist der andere. Ach so, das ist ein. Warum ist hier ein Güterzugbahnhof? Den habe ich doch niemals gebaut. Ich habe doch niemals einen Güterzugbahnhof gebaut, oder Leute? Doch einen Frachthafen hingebaut. Bitte sagt mir das. So. Ach, dort muss noch Wasser hin. Hallo? Ah, Strom noch. So, Strom kann ich hier noch kurz rüberlegen. Dann habt ihr jetzt auch noch Strom. So, in zwei Häfen sollte das deutlich besser gehen. Ja, die überschlagen sich hier ja schon fast. Guckt euch das mal an, wie viel hier los ist. Die sind ja hier bestimmt schon zu fünft drin. Im Grunde fahren hier auch nur Frachtschiffe. Wenn hier mal ein Kreuzfahrtschiff entlang kommt, ist das sehr selten der Fall. Natürlich müssen jetzt gerade zwei Kreuzfahrtschiffe entlang fahren, wenn ich das sage. Aber ich wollte mich ja hauptsächlich heute um diese Monumente hier kümmern, oder? So heißen sie ja. Nee, einzigartige Gebäude. Das sind die Monumente. Okay. Dann um einzigartige Gebäude eben. Die soll es nämlich in meiner Stadt natürlich auch geben. Und am besten sogar, wo sie Sinn machen. So, erstmal hier etwas. Darüber sollten sich die Leute freuen. Ein Hypermarkt. Passt der hier hinten hin irgendwo? Ich hätte hier nämlich gerne einen. Oder insgesamt ein größeres Geschäft, einen größeren Laden.
Irgendwo. Aber überall ist schon alles belegt. Ja gut, da hätte ich jetzt schon gern irgendwo hingebaut. Leute, wisst ihr was? Das kann nicht sein. Dann muss eben irgendwo eine Straße weg zwischendrin. Und Straße ist weg. Und schon ist da Platz für einen Hypermarkt. Also sobald ich die ganzen Gebäude noch abgerissen habe. So. War das nicht an der Stelle? Oder war das weiter oben? Ja, das war weiter oben, Leute. Ups. So, da passt der Hypermarkt aber perfekt hin. So, ich baue noch so nah wie möglich dran. So nah geht's mehr nicht. Ja gut, da ziehen schon irgendwann noch mal neue Leute hin. Da werden bestimmt auch viele Leute hinkommen. Da baue ich einfach mal drauf. Und hoffe es. So, ein mega Einkaufszentrum. Wo könnten wir denn den... wie heißt da? Das mega Einkaufszentrum hinbauen. Also, hier unten haben wir mittlerweile was. Ich wäre hier oder hierfür, aber eher hier. Das heißt, hier muss eine Straße weg, glaube ich. Nee, da ist keine Straße zwischen. Aber hier passt doch locker der Hypermarkt hin. Der, jetzt sage ich die ganze Zeit Hypermarkt. Ja, passt hier hin, gut. Dann Kino. Ein Kino, das könnte gut hier oben hin. Hierhin. Gut. Gebäude existiert bereits, okay. Dann hier solche Statuen. Wofür sorgt sie? Wenn ihre Industrie am Brunnen ist, können sie dieser großartigen Zeit in der Geschichte ihrer Stadt mit dem Bau einer Statue gedenken. Anforderungen für den Bau des Eden-Projekts. Okay. Ich weiß zwar nicht, was daran Lärmbelastung sein soll, wenn man hier so eine Statue baut. Aber anscheinend ist es ja Lärmbelastung. Kann man die hier hinbauen? Irgendwo hin? Nee. Gut, dann kommt die hier irgendwo hin. So, jetzt haben wir hier schon mal einen kleinen Straßenabschnitt weg. Dann kann ich hier die Statue hin. Okay, es wäre auch sogar mit Straße gegangen. Gut, wenn es mit Straße geht, baue ich eine Straße hin. Aber eine dickere Straße. Sieht zwar dann blöd aus, aber ein bisschen was soll dort schon sein. So, hier, was könnte ich hier hin? Noch ein Park? Oder ist das ein Park überhaupt? Nee, ist auch nur eine Statue. Also sind hier anscheinend Statuen vor allem drin. So, und die nächste Statue kommt jetzt auch noch.
hier hin. Gut. Wo habe ich denn jetzt noch nicht so viel? Noch immer noch nicht hier. Mit dem Gewinn sieht es gerade auch nicht so toll aus. Aber darum kann ich mich jetzt gerade nicht kümmern. Muss mich jetzt erstmal hier drum kümmern. Ach, das ist so ein kleiner Park. Schön. Gut, das Einkaufszentrum der Mäßigung. Es kommt wahrscheinlich hier irgendwo hin. Ach, das ist doch so groß. Dann kommt es hier oben hin. Gut, ein bisschen Industrie brauche ich noch. Nicht genügend Arbeiter. Was für Arbeiter braucht ihr denn? Ungebildete Arbeiter. Ich verstehe euer Problem nicht. Eigentlich müsstet ihr sowas von Überschuss an Leuten haben. Okay, dann baue ich einfach hier Industrie hin. Ich weiß, dass das nicht gut kommt, aber es interessiert mich gerade mal nicht. Weil hier gibt es definitiv Leute, die arbeiten gehen wollen. Und da können die mir nicht erzählen, dass sie keine Arbeiter finden. So, nebendran kommt direkt noch eine Straße. Damit es noch ein bisschen mehr Arbeitsplätze gibt. Ja, da werde ich eigentlich. Okay, kann ich jetzt nicht drüber bauen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Auch hier sollte noch Wasser hin. Kümmere ich mich extra nochmal drum. Nebendran kommt dann noch eine Straße. Ja, nee. So. Hin. Immer noch weiter unten. Ah, hier, genau. So. Gut. Auch dort nochmal Wasserversorgung ist ganz wichtig für die Industrie. Ja. Jetzt brauche ich hier noch mal eigentlich. Ja, das ist ein bisschen unnötig. Ich baue hier oben wahrscheinlich noch an. Keine Ahnung, wo ich gerade was hinbauen soll. Vor allem hier habt ihr ja überhaupt kein Arbeiterproblem. Na gut, das ist aber auch verständlich. Was steht eigentlich hierbei? Sollen Sie nicht in der Nähe von Wohngebieten platzieren? Leute, das interessiert mich nicht. Das solltet ihr wissen. Was? Warum geht meine Stadt denn so gerade zugrunde von den Einnahmen? Wir kaum Einnahmen, Leute. Also das finde ich gerade schon ein bisschen nicht so toll, würde ich sagen.
So, ich würde gerade gerne eigentlich in einem Winkel von 180 Grad hier eine Straße bauen. Ah, ja. Gut, das sind 179 Grad, das reicht auch schon. Hier so ein Viertel hin, hier so ein Viertel hin und oben drüber so ein Viertel. So. Nebendran kommt normales Wohngebiet und dicht besiedeltes Wohngebiet. Und hier auch. So, so. Den ganzen Rest verteile ich auch noch mal. So, überwiegend das bessere Wohngebiet, das bei dem man nicht so auf einem Platz lebt. Hier nebendran muss ich natürlich wieder Strom hochziehen, weil sich die Leute sonst wieder übermäßig beschweren. Ich meine, jetzt beschweren sie sich ja schon genug. Beziehungsweise eigentlich viel zu viel schon. So, ich will einfach hier mal bis hier oben irgendwo durchziehen. Bis wohin kann ich denn? Bis hierhin. Gut. Dann kümmere ich mich mal. Ah, hier oben ist Müll nicht so toll. Kann ich mich jetzt aber nicht gerade momentan drum kümmern. So. Hier muss ein Friedhof hin, hier muss ein Friedhof hin. Okay, das passt. Krematorien, da kommt eins hin. Krankenhäuser, habe ich ja eben schon gemacht. So, Feuerwehr, hier und hier. Polizei. Passt auch relativ gut. Bildung gibt es halt nur hier drüben. Das muss hier erstmal reichen. Habe ich hier eigentlich jetzt zwei Grundschulen gebaut oder nur eine? Gut, zwei habe ich. Ja, dann müssen die Leute nur noch einziehen, sobald Strom da ist. Über diese ganze Seite hier. Und das Geld steigt wieder. Gut, hiervon habe ich eigentlich mittlerweile alles gebaut, genau. Dann ein großes Einkaufszentrum.
Ganz wichtig, Leute. Großes Einkaufszentrum dorthin, wo ganz viele dumme Leute leben. Dort, wo es nämlich keine Bildung gibt, dort geben die ganzen Leute ihr Geld auch schön aus. Ah, ja. Die werden sich freuen. Eine Steuerbehörde. Darüber wird sich zwar keiner freuen, aber bauen werde ich trotzdem eine. Dann haben wir hier noch ein Observatorium. Ja, ich weiß, ich habe ein hohes Verkehrsaufkommen. Habt ihr Pech gehabt? So, hier könnte ich theoretisch noch ganz viel bauen und hier auch. Habe ich hier schon was freigeschaltet? Nee, habe ich nicht. Okay, dann warte ich noch ein bisschen, bis ich hier nochmal was mache. Aber es geht jetzt schon wieder mein Geldbeutel so runter. Ja gut, dann kommt hier jetzt erstmal die nächste Straße hin. Okay, gut für starkes Verkehrsaufkommen. Auch gut für starkes Verkehrsaufkommen. Ich weiß halt nicht, ob ich das machen soll oder das. Ich mache erstmal das. So. Perfekt. Hier kommt die nächste Straße hin. Daneben noch eine. Ja gut, nicht so weit nebendran. Bisschen weiter oben hier, genau. Okay, nee, das geht nicht. Da muss ich hier anfangen. Entfernung zu gering. Okay. So, nehmt dran direkt die nächste Straße. So. Bis hierhin kann die Straße gehen. Dann direkt die nächste wieder. Und nochmal eine Straße. Einfach so viele der Straßen wie möglich hinklatschen, weil für Industrie muss immer Platz sein. Die bringen am meisten Geld. Ich bin aber gerade im Überlegen, ob ich nicht nochmal die Steuern erhöhen sollte, weil ich biete jetzt mittlerweile ja richtig viele Dienstleistungen. Ja, die Leute freuen sich eben alle darüber, dass es Sachen gratis gibt. Ich meine, kann ich auch verstehen, wenn es das hier bei mir im Real Life gäbe, dass mir jemand einfach so was anbietet, würde ich es auch nicht abschlagen. Gratis nimmt man ja immer. So, jetzt kümmere ich mich noch mal ein bisschen um Wasser. So. Nehmt dran direkt noch mal Wasser. Kann ich nicht unterm Flughafen durch Wasser legen? Ah, ach so, doch, da ist ja schon.
Und meine Wasserversorgung ist trotzdem immer noch stärker. Beziehungsweise immer noch so stark, dass der Balken immer noch auf dem Maximum ist. Hätte ich nicht mitgerechnet, Leute. Hätte ich wirklich nicht mitgerechnet. Nein, da muss ein Platz. Da darf kein Platz zwischen sein. So. Perfekt. Und unten drunter direkt ein paar Müllverbrennungsanlagen. Perfekt. Das sollte fürs Thema Müll erstmal ausreichen. Jetzt bräuchte ich hier noch ein paar Ärzte und sowas. Na gut, ich sollte erstmal so ein paar Straßen zwischen reinbauen. Hier auch noch mal. Perfekt. Dadurch werden zwar einige Gebäude leider abgerissen, lässt sich aber auch kaum vermeiden. Egal, das reicht so. So. Und da geht's auch schön weiter. Na, da drüben auch. So. Das Zwischending blockiert jetzt zwar ein bisschen, wo ich mich jetzt drum gekümmert habe, dass ganz, ganz viel Zeugs hinkommt. Muss leider nochmal abgerissen werden. Aber wenigstens habe ich jetzt das Müllproblem gelöst. In diesem Stadtviertel. Beziehungsweise außer in diesem Stadtviertel gibt es eigentlich kein Müllproblem. Die Leute meckern einfach nur grundlos rum. Obwohl ich eigentlich eine richtig gute Müllversorgung habe. So, jetzt baue ich hier nochmal schnell den einen oder anderen Arzt hin. Ups, waren das große Krankenhäuser? Oder waren das kleine Arztpraxen? Es waren kleine Arztpraxen. Als ob ich trotzdem kein Geld mehr habe, Leute. Okay, mein Geld geht nur ganz spärlich hoch. Ja gut, ich sollte auch ein bisschen mehr Steuern verlangen. Gehen wir mal überall auf 13% hoch. So, so, so und so. Ja, da läuft's wieder. Perfekt, Leute, perfekt. Gut. Dann Feuerwehr, ganz wichtig hier. Polizei, natürlich soll die auch safe dafür sein, ausgeraubt zu werden. Und da wäre das Problem gelöst. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play City Skylines. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ein Like, wenn euch dieser Part gefallen hat. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.